Was haben wir hier so? Eine Sammlung verschiedenster Gegenstände. Tja, und eine schwarze 8 ist dabei. In der Truhe ist... eine Art Truhe. Ja. Hey, Kids. Darf ich mitspielen? Hallo, ihr beiden. Ich heiße Mona. Können Sie uns was vorsingen? Bitte, bitte! Wir hören so gerne was beim Einschlafen. Aber natürlich singen wir was vor. Nein, wir wollen Who Let the Wolves Out. Können Sie das singen? Leider kenne ich den Text von Who Let the Wolves Out nicht. Oh. Aber ich kenne ein paar wunderschöne alte französische Schlummerlieder, die... Who Let the Wolves Out? Who, 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 who Let the Wolves Out? Ich glaube nicht, dass ihr das etwas anderes Original davon übrigens sehr... Wo habt ihr Jungs das Lied her? Die spielen es in meinem Stadion. Es ist unser Lieblingslied. Könnt ihr es mir beibringen? Dann singe ich es euch gern vor. Wir kennen nicht alle Worte. Singen Sie, sonst reden wir nicht mehr mit Ihnen. Ich hasse diese Kinder. Was für entzückende Kinder. Ob die durchs Fenster passen? Sei ruhig, Frederik. Ich muss das Lied irgendwie lernen. Sonst werden die Jungs wohl nie einschlafen. Ja, und dazu müssen wir wohl ins Stadion hinein. Aber dafür muss erstmal der Wachtmeister weg und... naja. Ich habe mal so eine Idee, dass wir einfach in die dunkle Gasse gehen. Und dort ein kleines, wehrloses Mädchen rumlaufen lassen. Vielleicht geht er dann hinterher, der Wachtmeister. Zack. Okay, müsste doch laufen. Frederik im Babykleidchen. Schade, das klappt gar nicht. Kannst du hier irgendwie so rumlaufen, oder? Ah, das ist doof. Der Polizist muss Frederik doch garantiert noch sehen, dass sie da reinläuft. Denk ich mir erstmal einfach so, Klappt das? Frederik, mir ist gerade etwas eingefallen. Oh oh, alle Mann in Deckung! Nein, im Ernst. Erinnerst du dich an das Babykleidchen im Schaufenster des Modesalons? Ja, das von dem du meintest, das könnte mir passen. Genau. Vielleicht könnten wir den Wachtmeister von seinem Posten weglocken und dann könnte ich ihn, ein bisschen aussaugen, bis er in Ohnmacht fällt? Verstehe schon. Du versteckst dich in der Gasse, ich steig in das Kleid hier und locke ihn mit einem gespielten Hilferuf dort rein. Super. Als würde ich überfallen. Perfekt. Ja, genau. Würdest du ein Kleid für mich anziehen, Frederik? Junge, Junge, hab ich jetzt einen gut bei dir. Na schön, aber nur dies eine Mal. Danach werde ich nie wieder ein Kleid für dich anziehen, hörst du? Ich hab's verstanden. Ich verspreche dir auch, dass ich dich nie wieder darum bitten werde. Ich schwöre es bei meinem Grab. Ich weiß nicht, was der Schwur wert ist, aber egal. Geh und versteck dich, ich besorge das Kleid und lock ihn mit Hilferufen an. Dann, beiß ihn einfach. Nicht zu fest. Was auch immer. Nicht zu fest. Dann darf Fräulein Flittchen da drüben aufatmen. Prima, das machen wir so. Warum beschleicht mich das ungute Gefühl, dass es nicht so einfach wird? Na, für mich schon, denke ich mal. Juhu! Hey, gib mir das wieder. Ich habe es extra aufgehoben für den Fall, dass ich noch ein Mädchen bekommen werde. Ist das wirklich noch? Guten Abend, kleines Fräulein. Ist der blöd oder blind, dass er das nicht bemerkt? Und? 3, 2, 1... In Brunnen gefallen und komme nicht wieder raus. Jemand muss mich retten. Ich rette dich, kleines Fräulein. Bleib ganz ruhig. Das war jetzt sehr überzeugend. Sehr überzeugend, Frederik. Und da sind wir hinter dem Dingens da. Wacht
Wachtmeister Bud Crane. Er sucht das verirrte kleine Mädchen. Ich glaube, er kann durch die Fenster nicht von den Leuten gesehen werden. Ich tue es ungern, aber wer muss, der muss. Beißen! Hey! Ah! Schlapp. Ruh dich da aus, genau, ja. Scheinst müde zu sein, was? Wow, Mona! Der ist ja ausgegangen wie eine Kerze! Ich hab's nicht gern getan. Andererseits war es irgendwie belebend. Mir geht's viel besser. Ich glaube, ich könnte mich an diese Geschichte mit dem Beißen und Blutsaugen gewöhnen. Du hast ihn doch nicht ganz leer gesaugt? Ich hoffe nicht. Schau lieber mal nach. Atmet er noch? Ja, er atmet noch. Sehr schön. Du bist noch mordfrei. Saubere Arbeit. Wir machen noch einen richtigen und moralischen Vampir aus dir. Cool. Sehr cool. Aber Moment, vielleicht hat er doch was bei sich. Der schlafende Wachtmeister. Er trägt einen Wachausweis an der Brust. Darauf steht, unbeschränkter Zugang zum Scarlet Bovine Energy Drink Memorial Stadion. Los All Blacks. Gothford Falls United sind alles Weicheier. Also ich mag meine Eier weich gekocht. Da steht alles auf diesem Ausweis drauf. Den Ausweis für unbeschränkten Zugang können wir bestimmt noch gut gebrauchen. Ganz bestimmt, Mona. Aber nun geben wir erstmal der lieben Iris Bescheid, dass sie jetzt da rein kann. Und vielleicht können wir da sogar diese Hymne lernen. Vielleicht. Zack. Hier aus der dunklen Gasse hier raus. Die ist ja gefährlich, da kann ja mir was passieren. Hey du. Geschafft. Der Wachmeister dürfte eine Weile außer Gefecht sein. Oh, danke, danke vielmals. Wie hast du das bloß geschafft? Ich weiß es nicht. Das wird meinem Geschäft unendlichen Aufschwung geben. Und jetzt muss ich dir etwas Gutes tun. Aber wie komme ich ins Stadion? Ich habe keine Karte für das Spiel. Wenn ich mir Zutritt zum Stadion verschaffe, helfe ich euch gern. Wie wäre es mit dem Ausweis hier? Genau, ich glaube, der Ausweis. Die Wachtmeister, die während des Spiels das Stadion bewachen, haben alle einen. Junge, Junge, du weißt dir wirklich zu helfen. So jemand pfiffigen wie dich könnte ich gut gebrauchen. Willst du es dir nicht doch nochmal überlegen? Nein. Das ist schrecklich nett, aber wissen Sie... Ach, mach doch nichts, Schätzchen. Ich verstehe schon. Der Ausweis wird funktionieren. Gehen wir. Ja, gehen wir. Ich bin direkt hinter euch. Direkt hinter euch bin ich. Hallöchen, Herr Taktstockkünstler. Oh, gleichfalls Hallöchen, Madame. Hallöchen. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich muss sagen, ich liebe Männer in Uniform. Das höre ich gern. Ich selbst habe eine Schwäche für Frauen ohne Uniform. Überhaupt ohne alles an. Silberzüngiger kleiner Teufel. Stehen noch viele Stücke auf dem Programm? Oh ja, einige. Aber obwohl ich derart beschäftigt bin, muss ich sagen, dass Sie auf meiner Liste gerade ganz nach oben gerutscht das sind. Das ist ja nicht mal Geschmack. Oh, wie romantisch. Los. Ja, Sie sind ein ganz schöner Hingucker. Oh ja, ich bin neu hier. Vielleicht könnten Sie mir den Weg zu Ihrer Wohnung beschreiben. Was für eine billige Anmache. Sind Sie nicht ein kleines bisschen übereilig? Nicht einverstanden, meine süße kleine Mieze. Haben Sie mich gerade Metze genannt? Nein, Mieze. Aber wenn Sie sich als Metze zu erkennen geben wollen, soll es mir auch recht sein. Stricherin oder leichtes Mädchen wären auch in Ordnung. Hehehe, kleine Schäkerin, was? Großer Armleuchter, was? Apropos groß, arbeiten Sie zufällig schwarz als Melonendieben? Das brauche ich mir von einem dahergelaufenen Kapelltrottel nicht anzuhören. Stecken Sie sich Ihren Stecken doch sonst wohin! Das, Madame, wird Taktstock genannt. Und ich spiele nur, wenn ich fit und stramm vorbereitet bin. Vielleicht die sollten beiden Sie mögen sich lieber wieder Ihrem offensichtlichen Beruf widmen und keine braven, aufrechten Bürger wie mich behelligen. Und Ihnen keine Krankheiten übertragen.
Nimm noch einen langen Spaziergang auf einer kurzen Pier, du erbärmlicher Notenquäler. Das war die schlechteste Musik, die ich je gehört habe. Klappe, du Nutte. Selber klappe, du Ignorant. Hui, das Wort hast du wohl aufgeschnappt, als du beim örtlichen Professor Unterricht genommen hast. Wo hast du deinen Hut her? Hast wohl jemand erklärt, dass du eine gefederte Toilette auf dem Kopf tragen willst? Das musst gerade du sagen. Woher ist denn dein Fetzen? Tönnies und Schaurig oder Horse R Us? Musst du nicht Horse langsam nach Hause? Deine Mama ruft dich, Drecksack! Strichmädchen! Blödarsch! Nutte! Volltrottel! Dirne! Oh, Armleuchter! Hure! Idiot! Flittchen! Hol doch auf! Bordsteinschwalbe! Diplom-Dämmlack! Luder! Lude! Kurtisane! Armer das klappt nicht! Alte Hexe! Vollschwachmat! Zimtzicke! Spacke! Das klappt nicht! Fußabtreter! Stinkepuh! Schäbiges Schandmaul! Leimpolzen! Flacher Zahn! Kotzbrocken! Profi! Karma-Krebs! Können Sie mir helfen? Ja. Leise Schleuder! Warmduscher! Herumtreiberin! Loser! Sozialarbeiterin! Schlappschwanz! Nein, Untergang Sie des Abendlandes! Rohrkrepierer! Gonokokkenküche! Ach so, ja. Schlampe! Politiker! Dusselige Kuh! Ich kann mir die Musikliste vornehmen! Parker! Groupie! Wandelnde Sprechblase! Betthase! Rampensau! Dummes Brot! Die Musikliste des Kapellmeisters! Er hat die Stimme, die seine Leute spielen. Möchte gern Mätresse. Flohfalle. Schau doch mal nach, ob Who Let the Wolves auch aufsteht. Ah, wo ist Who Let the Wolves? Schlange. Nymphomanen. Nasenbohrer. Nein. Trottellumme. Er steht oben auf der Liste. Aber jemand hat es durchgestrichen. Klötenküsser. Das heißt, sie haben es schon gespielt. Werkzeugkasten. Na klasse. Wir haben das Pech Abschaum. Wirklich gepachtet. Leichtfuß. Grobwangiger Grottenholm. Dreckschleuder. Uncooler Krassist. Frontlastige Ignorantin, Hirnlose. Ich würde gern etwas singen, aber eins dieser Lieder. Hoffnungslose. Ich bin eine Opernsängerin, keine Barbarin. Auge. Es wird natürlich ein bisschen arg laut gerade. Also. Pickelgesicht. Wir sind so nah dran, dass Pudelputte. Wir können doch jetzt nicht Schaluppe, gehen. Virenschleuder. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Jugendverderber. Perversling. Schlunze. Schnorrer. Schnalle. Stimper. Wischmopp. Wüstling. Alte Fregatte. Leckertanker. Wanderschlampe. Dazu passt. Gangsterbraut. Ja. Maulheld. Augenkrankheit. Möchte gern MC. Leichtes Rentnermädchen. Koma. Das hat man, glaube ich, schon, ja. Mausverächter. Plaudertasche. Trafo. Die beiden beleidigen sich hier grundlos Anker. Und ohne Pause. Pennerin. Emo. Schnarchnase. Pappnase. Dorfdummchen. Aushilfsmafioso! Hippie! Spießer! Trippertante! Tupperdote! Na gut, die beiden dürfen sich jetzt noch beleidigen hier und wir sehen uns gleich wieder. Rokokokokotte! Kammerkastrat! Billigbiene!